Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand, eure Ex-Grundschullehrerin. Und ich möchte mit dir heute mal so ein paar Glaubenssätze zerpflücken, die Kinder in der Schule unbewusst aufnehmen und die Eltern und Lehrer auch manchmal unbewusst befeuern. Ja? Und entschuldigt bitte, auf jeden Fall möchte ich da einfach immer mehr Licht reinbringen, weil wir an diesen Glaubenssätzen auch ganz oft noch zu knabbern haben, selbst falls wir das Kind schon aus der Schule genommen haben. Gerade für die De-Schooling-Phase ist das ein wichtiges Thema, deswegen werde ich das jetzt auch unter der De-Schooling-Playlist mit verlinken, damit ihr da immer auch nochmal schauen könnt, okay, welches Denken steckt denn noch drin? Was steckt denn da noch dahinter, dass das Kind jetzt denkt, es ist schlecht zum Beispiel, ja? Also, ganz einfach und plakativ, lernen Kinder in der Schule, größer ist besser. Ja, das fängt vielleicht mit der Größe der Zuckertüte an, das geht über die Körpergröße der Kinder, das geht über die Jahrgangsstufe und das Alter, größer, mehr ist besser sozusagen. Ja, weil wir wissen ja alle im Sport, wer hinten steht, das sind die Kleinen und die Großen stehen vorne. Und den großen Kindern traut man immer viel mehr zu als den Kleinen, was natürlich weder den Kleinen noch den Großen immer gerecht wird, weil ein großes Kind geistig noch nicht nachgereift sein muss mit seinem körperlichen Wachstum, denn das kostet den Körper auch Kraft. Und ein kleines Kind hat manchmal so viel mehr drauf, als man ihm vielleicht von außen ansieht, ja, und das führt sich dann auch fort ins Erwachsenenalter, wo wir auch automatisch immer annehmen, wer kleiner ist, kann sich nicht so gut durchsetzen oder hier oder da oder dort. Und da leiden die Kinder darunter, die Großen und die Kleinen, ja. Ich weiß es selber, ich war immer die Kleine und die anderen waren halt, ja, also und die ganz Großen haben auch immer gelitten, die wurden auch immer geärgert. Und dann ist natürlich so die Frage, was sagt es denn über uns aus, wenn wir die ganz Großen und die ganz Kleinen immer in irgendeiner Weise auf dem Kieker haben? Ja, und Lehrer machen da auch oft leider mit, das habe ich jetzt zum Glück nicht erlebt, aber das höre ich ganz oft. Und große Kinder sind dann sozusagen die Riesenbabys oder die Elefantenbabys und von denen wird schon ganz viel verlangt, was sie gar nicht in der Lage sind zu bringen. Und die kleinen Kinder werden immer so belächelt und ja, das ist ja gar nicht alles so schlimm und hier und da und dort und ja, du mach mal ruhig und du kannst es noch nicht und fühlen sich einfach nicht gesehen, ja, weil man kann einfach nicht den Menschen nach seiner Größe beurteilen. Das ist auch bei vielen Erwachsenen noch nicht angekommen, ist aber einfach so. Und deswegen übersehen wir sowohl die Bedürftigkeit der sehr Großen, weil die immer schon einfach aufgrund ihrer Körpergröße geschickt werden. Ja, mach mal dies, mach mal das, hilf mal dem, mach mal da. Ja, und die kleinen Kinder werden immer eher geschont, obwohl die eigentlich auch was mitmachen wollen und auch Verantwortung tragen wollen und werden einfach aufgrund ihrer Körperlichkeit dann anders eingeschätzt. Ja, und dann geht's natürlich weiter über das Alter. Ja, und wir haben auch ganz viel dieses Ding unter Erwachsenen, dass Leute denken, wenn sie älter sind, haben sie irgendein Anrecht darauf, jüngeren Leuten irgendwas zu sagen. Und das gab vielleicht mal eine Zeit, als tatsächlich im Alter auch die Weisheit einsetzte. Im Moment merke ich ganz viel auch in dieser älteren Generation, und da klammere ich jetzt meine Eltern auch mal aus, aber das ist einfach so dieses Denken, ich habe jetzt ein Anrecht darauf, den anderen zu sagen, was es ist, aber vieles an Inhalten wird auch oft nur nachgeplappert, ne? Und da, das ist jetzt keine Weisheit. Und für mich ist auch nicht unbedingt das Ansammeln von Lebensjahren, das resultiert nicht unbedingt immer in Ansammeln von Weisheit, ja? Und da müssen wir wirklich unterscheiden und differenzieren, denn es gibt Leute, die lernen im Leben und auch natürlich in der Schule oder beim Freilernen innerhalb einer kurzen Zeit mega viel. Und dann gibt es Leute, die brauchen einfach länger. Und wenn ich dann nur aufgrund meines Alters oder aufgrund meiner Körpergröße oder aufgrund von irgendwas erwarte, dass jemand anderes mir Respekt zollt, dann habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander umgehen sollten und dass wir nicht sagen sollten, ein Jüngerer kann mir nicht helfen. Das ist auch ein ungünstiger Glaubenssatz, ja. Ich kenne ganz viele Leute, die haben ein tolles Business, die sind jünger als ich und die machen das super. Und ich denke dann immer, toll, prima macht ihr das, toll. Und dann hole ich mir da auch gerne einen Ratschlag. Natürlich merke ich auch bei mir, dann kommen so diese Überzeugungen hoch, so, ja, du bist ja eigentlich älter und
weiß aber auch, ich habe auch Leute, die sind älter als ich und wertschätzen auch, was ich in die Welt rausgebe, manchmal so. Ne? Und das ist einfach dieses Geben und Nehmen, dass wir nicht einfach entweder von irgendwelchen angesammelten Jahren ausgehen und sagen, jawohl, der hat es jetzt gecheckt, oder von der Größe ausgehen, ja, das ist richtig. Und dass auch nicht immer in der größten Zuckertüte das beste Geschenk stecken muss, das wissen wir ja schon lange, ja. Also, das ist so dieser erste Glaubenssatz, die Kinder müssen immer das Größte machen. Es ist ja auch schön und die sollen ja auch ihre großen Türme bauen und die wollen ja auch was bewegen und das ist auch toll, aber alles dürfen wir hinterfragen und man darf auch mitgeben den Kindern, dass manchmal der Anschein auch trügen kann, ja. Ist einfach so. So, nächstes Thema. Mehr ist besser als weniger, ja, beim Arbeiten. Wenn wir immer viel arbeiten und viel tun und immer beschäftigt sind, dann lernen wir in der Schule, werden wir positiver eingeschätzt, ja. Wenn jemand wenig Aufwand damit hat, eine Prüfung zu bestehen, dann zählt das nicht so viel, wie wenn ich ganz viel tue, ja. Und gerade die Mädchen sind ja dann immer die, die in dieses Fleißmuster hineingedrängt werden. Ich muss extra, ich muss zur Lehrerin gehen, ich muss sagen, ich bin fertig, ich muss mir noch 5 Arbeitsblätter holen. Und diese Abarbeitungsmentalität spielt dem total entgegen. Und das ist schade, weil wir dadurch nicht in einen Flow kommen. Wenn wir ständig unter Zeitdruck stehen und wenn wir ständig denken, dass in irgendeiner Weise mehr zu tun besser ist und ein besseres Ergebnis hervorbringt, dann verpassen wir manchmal auch Dinge ganz ins Detail zu betrachten und zu schauen, okay, wie geht das jetzt? Oder ja, wenn ich Geschichten schreibe und ich will eine ganz lange Geschichte schreiben und ich achte aber gar nicht darauf, ist das jetzt überhaupt noch spannend, was ich da schreibe? Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass eine lange Geschichte was Schlechtes ist, aber es ist so ein bisschen immanent. Umso mehr du machst, umso besser, umso besser, umso besser. Ja, und dann ist natürlich auch noch ein Glaubenssatz in der Schule, dass die Quantität besser ist als die Qualität, weil schon allein durch dieses Notenphänomen wir immer denken, ja, wir machen genau das, was wir für eine 1 brauchen und nicht mehr. Oder wir machen das, was wir für eine 3 brauchen und nicht mehr, je nach Ehrgeiz der Person, ja. Und da ist für mich einfach so die Frage, hat auch wieder mit dieser Abarbeitungsmentalität zu tun. Also das ist ja auch das, was im Schulsystem passiert. Nach oben gibt's ja eine Grenze und das ist die 1. Wenn ich eine 1 schaffe und merke, okay, ich könnte zwar noch mehr, aber ich krieg dafür dann nicht mehr. Ich krieg trotzdem nur die 1, ja? Das heißt, ich könnte mich jetzt in dieses Thema vertiefen, weil es mich interessiert, weil ich es spannend finde. Aber dann ist kein Anreiz dafür da, Qualität abzuliefern, weil ich habe ja schon die Quantität abgeliefert, ich habe meine 1 bekommen, mehr geht nicht, also was soll ich mich noch anstrengen, ja? Also das ist halt einfach so dieses, die Freude an der Sache, das ist implizit, was Kinder lernen, es gibt da eine Grenze nach oben und mehr geht nicht, ja? Und natürlich gibt es immer Kinder, die sich drüber hinwegsetzen, aber es gibt auch viele Kinder, die das innerlich so abspeichern und man merkt das auch, ja, wenn man in die höheren Klassen kommt, dann so, ja, was muss ich machen für eine 1, was ist da notwendig, ja, genau, gut, ist in Ordnung. Und wenn der Lehrer dann noch irgendwelche freiwilligen Aufgaben gibt, dann haben die meisten eh schon abgeschaltet. Liegt natürlich auch daran, dass Schulaufgaben generell auch als langweilig gesehen werden, ja. Und dann noch ein anderer hinderlicher Glaubenssatz. Alleine ist besser als zusammen. Ja? Weil das fängt schon bei den Eltern an und ich meine, ich nehme mich da nicht aus, ja? Och, und das hast du alleine gemacht. Ja? Diese Begeisterung, wenn jemand was alleine macht. Oder dann eben, du darfst nicht abschreiben, es muss deine Leistung sein. Alleine ist besser, als wenn ich abgucke. Wenn ich die Aufgabe mit meinem Banknachbarn löse, ja? Alleine ist besser als zusammen. Überlegt mal, was da für unsere Gesellschaft draus entsteht. Weil wir das einfach so weitergeben, weil wir gar nicht überlegen, dass das auch was macht. Natürlich ist es schön, wenn wir auch wissen, mein Kind kann zum Beispiel alleine schwimmen, ohne Schwimmhilfe. Oder mein Kind kann alleine Fahrrad fahren, ohne Stützräder. Oder mein Kind kann alleine lesen, ohne
irgendwelche technischen Hilfsmittel oder ohne Mama kann mein Kind alleine ein Buch lesen. Das ist natürlich schön zu wissen, weil wir ja auch unsere Kinder irgendwann natürlich selbstständig sehen wollen. Ja, nicht so eine Fake-Selbstständigkeit, dass sie für Erwachsene jetzt leichter zu handeln sind und so. Das meine ich nicht, da habe ich auch schon ganz oft drüber gesprochen in meinen Videos. Aber einfach so eine Selbstständigkeit, wo wir wissen, okay, also mein Kind kommt irgendwie klar in der Welt, ja. Aber trotz alledem geht dahinter verloren dieses, wann hat man eigentlich mal so gehört, viel, viel seltener, würde ich wetten, auch mit dir, ja toll, und das habt ihr zusammen gemacht. Viel, viel, viel seltener, richtig, ja. Und in diesem Sinne möchte ich euch diese Glaubenssätze einfach jetzt mal mitgeben, um sie mal hin und her zu wenden, wie sehr fällt ihr noch da drauf hier herein manchmal, ja, und so weiter und so fort. Manchmal ist es auch noch länger, ist besser als kürzer. Also wenn ich ein längeres Referat halte, dann ist es besser, als wenn ich nur kurz was sage. Deswegen gibt's dann auch ja bei dieser mündlichen Mitarbeit, ja, wie oft hat man sich irgendwas rausgerungen und gezwungen, Hauptsache man ist 10-mal die Stunde drangekommen, damit dann deine Mitarbeit 1 stand. Aber es ging eben selten um Qualität, weil die Lehrer ja nur ihren Plan abgearbeitet haben. Da war nicht so viel Raum für ich forsche, ich probiere, ich teste mich aus. Ne? Da ist einfach nur, gibt's ja auch ganz viele Lehrer, die haben hier ihr Lösungsheft und nur, gerade im Deutschunterricht, diese Interpretation wird dann gelobt. Der Gedanke, dass jemand vielleicht überlegt, was könnte es noch bedeuten, auch wenn es nicht in dem blöden Heft steht, der zählt ja nicht. Ne? Und dann lernt man irgendwann, es zählt nur das, was gewollt ist. Und wenn du dir eigene Gedanken machst dazu, die sind immer falsch. Ja. Und in dem Lösungsheft stehen ja Dinge von Leuten, die haben das studiert, ja. Die haben sich mit der Epoche beschäftigt, die haben sich mit dem Zeitgeist damals beschäftigt. Und natürlich wird es objektiv gesehen das Richtigste sein. Aber trotz alledem ist es natürlich so, dass es einfach mega schade ist, wenn sich jemand wirklich Gedanken macht und trotzdem, also auch mit der Literatur verbindet und sagen will, ja, vielleicht hat es ja auch die Bedeutung, dass man dann einfach so, ja, nur zu dieser einen Antwort gelenkt wird und dann auch dem Lehrer an Körpersprache, Mimik und Gestik ansehen kann, dass genau nur das das Coole war, was derjenige gesagt hat, der vielleicht die Sekundärliteratur dann gelesen hatte schon vorher. Schlau gewesen, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem am Ende nur nachgekäut. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass wir gemeinsam, und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, dass wir gemeinsam dieses alte Denken ein bisschen aufbrechen, dass wir alles etwas lockerer gestalten. Es heißt ja nicht, dass immer kleiner besser ist als größer oder dass immer weniger besser ist als mehr. Ja, obwohl es gibt ja diesen Spruch, weniger ist mehr. Das meine ich auch nicht, aber dass wir einfach im individuellen Fall hinschauen, wie ist es denn? Ist denn das große Kind schon so weit, dass ich es mit diesen Aufgaben jetzt schon belaste? Oder ist denn das kleine Kind wirklich noch nicht in der Lage, das und das mitzumachen? Ja? Oder ist denn der Aufsatz, der kürzeste ist, wirklich schlecht, weil der andere 2 Seiten in der gleichen Zeit geschrieben hat? Oder ist etwas, was langsam gemacht wird, langsam ist ja auch immer schlechter als schnell, ist etwas, was langsam gemacht wurde, weniger wert? Weil es jemand anders schneller gemacht hat? Oder hat sich da ganz viel getan im Kopf? Ist da ein ganz großer Lernprozess in Gang gekommen und ein ganz großes Interesse geweckt worden? Ist es wirklich schlecht, wenn ich Päckchen, 3 Päckchen in 5 Minuten rechne und der andere braucht vielleicht 1 Minute? Ist das besser oder schlechter? Sollten wir vielleicht einfach schauen, was das individuelle Kind braucht, wie lange das individuelle Kind braucht und das einfach mal dort sein lassen. Ja, es gibt ja auch Handwerke, da gibt's welche, die sind schnell und dann gibt's welche, die sind langsam und gründlich. Ich hätte ja lieber den langsamen gründlichen anstatt den schnellen, wo dann ein halbes Jahr später wieder irgendwas runterreißt, ja. Also es gibt durchaus Berufe, wo das auch gut ist, wenn wir langsam sind, ja. Oder wenn der Arzt so schnell zunäht und vergisst die Schere im Bauch, ja, gibt's ja ein Buch. Sogar, das heißt so, habe ich mal gelesen, ist aber schon ganz lange her, ganz spannend eigentlich. Ja, da
Ja, wir wollen ja Kinder auf Leben vorbereiten. Und dann müssen wir auch signalisieren, dass nicht eben nicht immer schneller besser ist und dass nicht immer größer besser ist und dass mehr auch nicht immer besser ist als weniger. Und dass es auch gar nicht darum geht, irgendwas anzuhäufen an Materiellem, sondern dass wir wirklich die Freude am Lernen einfach erhalten. Und diese Glaubenssätze sprechen dem so ein bisschen entgegen. Und deswegen, ja, wünsche ich mir auf jeden Fall da mehr Bewusstsein, glaube ich. Ja, und falls ihr spezielle Fragen habt, individuelle Fragen habt an mich und ein Coaching braucht, dann verlinke ich euch mal alles zum Coaching hier, denn alles kann ich natürlich in diesen Videos nicht immer bearbeiten. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall über einen Like. Und ich freue mich auch, wenn ihr mal im Mama in Burnout Kurs vorbeischaut. Den habe ich nämlich im Oktober im Angebot, weil ich weiß, es geht auf die dunkle Jahreszeit zu. Jeder ist ein bisschen wehmütig, dass der Sommer vorbei ist und weiß nicht, wie er über den langen, grauen Winter kommen soll. Und da ist es eigentlich die beste Zeit, sich nochmal neu aufzustellen. Entweder wenn du denkst, du läufst Gefahr, in einem Burnout zu geraten, oder wenn du schon mittendrin bist, kann es dir ein bisschen eine Unterstützung sein. Ersetzt natürlich in dem Sinne keinen Therapeuten, ist ja klar, aber kann auf jeden Fall mit den Meditationen und mit den Übungen und mit den Materialien, die dazu auch kommen, mit dem Kurs eine große, große Hilfe sein. Und ich habe auch schon tolle Rückmeldungen drauf bekommen und freue mich, wenn wir uns tatsächlich auch persönlich mal kennenlernen, entweder in einer Gruppe. Ich habe jetzt die Oktobergruppe, da bin ich ganz gespannt, wie das werden wird, und habe auch vor, wenn es gut läuft, weiter Gruppen zu machen, dann aber mit Themen. Vielleicht lernen wir uns da mal kennen. Auf jeden Fall, wie gesagt, immer ganz viel teilen. Wenn ihr uns auf Instagram folgen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne machen. Und mit eurer Meinung bitte ab in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich ja eure Meinung zu dem, was ich rausgebe, auch höre, weil das für mich auch wichtig ist, um dann vielleicht mir wieder neue Videoideen zusammenzubasteln und zu merken, was euch bewegt, was euch wichtig ist. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Viel Kraft, eure Julia.